dieses kleine Gerät in der Lage, dich zu einem besseren Barista zu machen? Das werden wir heute klären. Ich werde euch erklären, was das überhaupt für ein Gerät ist, wie man es benutzt und zum Schluss natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen mit solchen Geräten. Und wir klären dann eben die Frage, macht so ein Gerät einen Homebarista zum Profi? Also ihr könnt euch vorstellen, heute wird es ein Ticken nerdiger. Ich versuche es aber wirklich casual zu halten, damit ihr das easy umsetzen könnt und es auch einfach verständlich ist. Weil als ich damit angefangen habe, stand ich auch vor dem großen Rätsel, wie benutze ich sowas überhaupt, auf was muss ich achten, und habe mir lange Blogartikel durchgelesen. Das werden wir heute wirklich auf ein Minimum zusammenstauchen. Da gibt es andere wirklich sehr gute Videos, die das Ganze richtig dick ausrollen. Also heute ein nerdiges Thema für Leute, die es gerne nicht ganz so nerdig mögen. Fangen wir erstmal damit an, was ist dieses Teil überhaupt? Das nennt sich Kaffeerefraktometer und das ist ein Gerät, das eben die gelösten Feststoffe in einer Flüssigkeit misst. Im Fachjargon sagt man dazu TDS, Total Dissolved Solids, und es gibt euch eben einen Prozentwert, wie viel Prozent in dieser Flüssigkeit gelöste Teile sind. Das macht das Ganze durch Lichtbrechung, das schickt einen Lichtimpuls durch die Flüssigkeit, und anhand der Brechung des Lichts kann dieses Gerät dann eben berechnen, wie viel ihr da jetzt tatsächlich drin habt. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, who cares, was bringt mir dieser Wert? Ganz einfach, wir wollen, wenn wir einen Kaffee extrahieren, nur 18-22% der Bohne extrahieren, und dieses Gerät hilft eben dabei zu eruieren, wie weit wir da jetzt von entfernt sind oder ob wir den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Jetzt muss man nur noch verstehen, wie wir das Ganze anwenden. Es ist tatsächlich, wenn man es genau nehmen möchte, nicht ganz so einfach, weil wirklich kleinste Abweichungen schon zu Abweichungen im Messergebnis führen. Zum Beispiel, allein eine Temperaturveränderung von 0,2 Grad Celsius kann schon ein unterschiedliches Messergebnis bringen. Also Temperatur ist ganz, ganz wichtig bei dem ganzen Thema. Allerdings in der Praxis, so meine Erfahrung, kümmert sich da kein Mensch drum. Man schaut zwar, dass der Kaffee, den man misst, abgekühlt ist, aber ob das jetzt 0,2 Grad Abweichung sind, so what? Ich zeige euch jetzt einfach, wie man das simpel und einfach umsetzt, wie man das ausprobieren kann. Und am Ende, wenn man immer die gleichen Fehler macht, dann ist es trotzdem ein Ergebnis, mit dem man arbeiten kann, weil die Verzerrung dann immer gleich bleibt. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht natürlich ein Refraktometer. Dieses hier ist jetzt von D-Fluid, das ist die zweite Version, die auf den Markt gebracht haben. Kleiner Disclaimer an der Stelle, das Gerät haben sie mir zur Verfügung gestellt. Ich habe damals aber, als D-Fluid mit dem ersten Gerät auf den Markt kam, das erste tatsächlich selber gekauft. Das ist die erste Version, das weiße. Der schwarze hier ist die zweite Version. Die erste war okay, sie war aber nicht ganz so konstant, und da haben sie hier mit der deutlich nachgelegt. Der Robert, mit dem ich für den ITROPREP Temper Review schon mal zusammengearbeitet habe, der meine Daten ausgewertet hat, der hat da schon ein sehr exzessives Vergleichsvideo gemacht mit anderen Refraktometern und geguckt, wie die Leistung ist. Und der war auch sehr zufrieden. Also von dem her kann man machen. Ist natürlich kein Laborgerät, aber für zu Hause oder für semi-professionelle Anwendung, sage ich jetzt mal, wo es nicht auf belastbare Daten ankommt, passt das Gerät wunderbar und ist von der Preis-Leistung her absolut in Ordnung. Kostet das um die 200 Euro. Neben dem Refraktometer braucht ihr außerdem etwas destilliertes Wasser. Das destillierte Wasser dient dazu, das Refraktometer zu tarieren, damit es auf Null gesetzt wird. Dann brauchen wir noch etwas hochprozentigen Alkohol, um die Scheibe sauber zu machen. Hier könnt ihr aber auch so Alkoholtücher nehmen zum Saubermachen. Funktioniert auch. Also einfach irgendwas Hochprozentiges, um Fett und Verschmutzung eben von der Scheibe runterzunehmen. Dann bietet sich's an, noch ein paar Löffel zu haben, bisschen Wasser, was auf Raumtemperatur ist, warum erkläre ich gleich, und dann noch einen Kaffee, den ihr messen möchtet. Ich mache heute mal einen Filterkaffee, auf geht's. So, wunderbar, den habe ich natürlich nicht frisch gebrüht, sondern, wie Herr Lafer und Herr Lichter sagen würden, ich habe da mal was vorbereitet, einfach ganz normaler Filterkaffee. Macht die Sache ein bisschen einfacher, weil ihr den Filterkaffee surprisingly nicht nochmal filtern müsst. Espresso ist eine etwas aufwendigere Geschichte, da müsst ihr nochmal zusätzlich filtern. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt entweder ja so einen kleinen Aeropress-Filter nehmen, euch den zurechtfalten und dann dadurch filtern. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Kaffeefilter auch nehmen, ist natürlich viel Papier dann jedes Mal. Es gibt auch ganz spezielle Espresso-Filter, das sind so kleine Filter, die schraubt man auf eine Spritze vorne drauf, also saugt den Espresso in die Spritze, schraubt es hier drauf und drückt den Espresso dann durch diesen Filter durch, filtert wunderbar, sind aber ziemlich, ziemlich teuer. Ein Filter, und das ist ein Single-Use-Filter, beziehungsweise ihr könnt 2 bis 3 Filterdurchgänge damit machen, kostet 1,20 Euro. Also die sind wirklich, wirklich teuer. Muss man wissen. Ja, ist auch viel Müll, deswegen nö.
Ich nicht. Was ich genommen habe, ist, ich habe mir so eine kleine Tischzentrifuge gekauft. So viel zum Thema Nerdic. Die sind allerdings echt bezahlbar. Also ich habe für meine 80 Euro gezahlt. Wenn man das runterrechnet auf diese Filter, hat sich das super schnell amortisiert. Und diese Tischzentrifugen, die geben auch verlässliche Ergebnisse. Aber man braucht natürlich ein bisschen extra Platz. Und ja, es ist, wie es ist. Don't judge me. Im Fall von DeFluid, die haben noch eine App dazu programmiert, wo ihr das Gerät bedienen könnt und eure Werte eingeben könnt. Ganz praktisch, rechnet euch das gleich alles her. Ihr habt sonst die Angaben aber auch auf dem Display von dem Refraktometer selber. Wie gehen wir jetzt vor? Also als erstes müsst ihr euer Refraktometer tarieren oder kalibrieren, besser gesagt. Hierfür ist es wichtig, dass wir eben diese kleine Scheibe hier sauber machen. Dafür könnt ihr einfach eben ein bisschen Alkohol nehmen oder so ein Alkohol-Tuch. Zum Saubermachen reicht ein Tröpfchen, einfach drauf machen und dann nehmt ihr euch ein Tuch, am besten kein Papiertuch oder ein raues Baumwolltuch, nehmt am besten so ein Brillenputztuch, weil das Problem ist, wenn euch dieses Scheibchen verkratzt, dann sind die Messungen nicht mehr genau. Den Alkohol, den können wir dann einfach wegmachen. Jetzt ist es wichtig, dass wir hier auch keinen Alkohol mehr drauf haben, deswegen nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen destilliertes Wasser und machen das hiermit kurz sauber. Ja, einfach ein bisschen drauf tröpfeln. Die Dinger sind in der Regel auch ganz gut spritzwassergeschützt, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und hier jetzt wirklich gucken, ja, dass es schön sauber ist, dass ihr keine Wasserreste mehr drauf habt und dass auch keine Schlieren und so mehr auf dem Glas sind. Also einfach, dass es schön sauber ist. Common Sense. So, jetzt müssen wir, wie gesagt, das Ganze tarieren oder kalibrieren. Dafür machen wir jetzt destilliertes Wasser drauf, weil die Geräte sind so kalibriert oder ausgelegt, dass sie eben wissen, wenn ich destilliertes Wasser auf die Proben in das Probenfach mache und dann eben messe, dann ist null. So, hierfür muss ich einmal kurz und einmal lang drücken. Dann tariert das Gerät und sagt mir dann, okay, jetzt bin ich auf 0%. Wunderbar, jetzt können wir anfangen, unseren Kaffee zu messen. Dafür machen wir das destillierte Wasser jetzt wieder raus, wischen nochmal trocken, damit das Ergebnis nachher nicht verfälscht wird und das Gerät das Ganze richtig kalkuliert. Was ihr euch notieren solltet, wenn ihr einen Kaffee messen wollt, ist zum einen, wie viel Kaffeemehl benutzt ihr, wie viel Brühwasser benutzt ihr und wie viel Wasser bzw. wie viel gebrühten Kaffee habt ihr dann danach in eurer Tasse oder in eurem Gefäß. In einem Fall habe ich jetzt mit 300 ml Wasser 18 Gramm Kaffee gebrüht. Als Ergebnis habe ich 260 ml rausbekommen und das gebt ihr dann eben in die App ein oder in euer Kalkulationstool, da gibt es online, ich verlinke euch unten auch nochmal ein paar Quellen, gibt es auch Rechner, die euch das berechnen können, könnt es auch händisch machen, aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Und dann kalkuliert es euch, sobald ihr den TDS-Wert habt, eure sogenannte Extraction Yield. Den Begriff haben wir noch nicht gehabt. Extraction Yield heißt eben einfach, wie viel von diesen 18-22% habt ihr erreicht. Normalerweise brüht ihr den Kaffee ja frisch, dann ist er heiß. Und hier müsst ihr eben gucken, dass ihr den Kaffee runtergekühlt kriegt. Entweder ihr stellt ihn irgendwo hin und lasst ihn langsam vor sich abkühlen. In der Regel möchte man den Kaffee ja dann trotzdem noch trinken. Wäre demnach nicht so hilfreich. Könnt ihr euch natürlich ein bisschen was auf die Seite machen. Wie auch immer. Am besten ist es eigentlich, wenn ihr einfach zwei Löffel benutzt. Hier bei DeFluid ist auch nochmal so ein kleiner Probenlöffel mit dabei. Und den Kaffee dann auf diese Löffel macht, weil dieses Metall von den Löffeln, das zieht euch dann die Hitze schön raus. Wenn ihr das in so einer Plastikspritze habt, das isoliert gut, das dauert ewig. Deswegen nehmt euch einen Löffel, ja. In meinem Fall ist der Kaffee jetzt glücklicherweise schon abgekühlt, nur normalerweise zieht jetzt der Löffel eben die Hitze raus und kühlt halt den Kaffee sehr schnell runter, weil der Kaffee sollte die gleiche Temperatur haben wie euer destilliertes Wasser, also ungefähr Raumtemperatur. So. Das Wasser kühlt den Löffel dann nach dem Durchgang, nach dem ersten Durchgang wieder auf Raumtemperatur runter und ihr habt wirklich relativ stabile Temperaturen. Dann gebe ich jetzt das Ganze auf mein Probenglas und drücke einfach messen. Es schickt das Licht durch und gibt mir jetzt einen Wert von 1,45%. Wenn der Kaffee noch nicht ganz runtergekühlt ist, beziehungsweise ihr das Gefühl habt, mit der Temperatur könnte vielleicht irgendwas noch nicht so ganz stimmen, drückt einfach immer wieder messen. Ihr solltet 4 bis 5 Messungen in Folge den gleichen Wert rausbekommen. Dann stimmt die Messung in der Regel relativ genau. Wenn sich da noch was verändert an der Prozentzahl, heißt das, dass sich die Temperatur noch am Verändern ist. Und dann solltet ihr dem Ganzen einfach noch ein bisschen Zeit geben.
Ich weiß jetzt, bei mir ist der Kaffee schon abgekühlt, da wird sich nicht mehr viel ändern. Ich habe 1,45% TDS, das heißt 1,45% von der Flüssigkeit sind quasi mein gelöster Kaffee. Und mit den Werten, die ich jetzt vorhin eingegeben habe, also meine 18 Gramm Kaffee, 300 Gramm Brühwasser, 260 Gramm gebrühter Kaffee, kann es mir jetzt eben errechnen, wie viel Extraction Yield, also wie viel Prozent ich von dem Kaffee, mit dem ich gebrüht habe, extrahiert habe. Und jetzt sehen wir hier, ich bin bei 20,49%, also fast 21 oder quasi 21%. Das heißt, das ist eine recht gute, recht hohe Extraktion und ist in dem Rahmen, den ich haben wollte. Also wie ihr seht, alles kein Hexenwerk, mit der richtigen Vorbereitung, mit dem richtigen Setup ist das eine easy Nummer, geht relativ zügig und man kommt relativ schnell zu den Ergebnissen, die man haben möchte. Soweit so gut. Übrigens, wenn dir das Video gefällt und meine Arbeit gerne honorieren würdest, ich habe eine Patreon-Community, wo mich meine Patreons monatlich unterstützen können, um mir ein Budget zu geben, um solche Sachen veranstalten zu können. Außerdem habe ich mit Freunden und Kollegen das Coffee Metaverse gegründet. Das ist eine Plattform für alle, die Kaffee lieben, wo man sich austauschen kann, Ideen holen kann, Informationen holen kann. Beides verlinke ich euch unten. Schaut da gerne mal vorbei. Würde mich sehr freuen. Weiter geht's. Wir wissen jetzt, was ein Refraktometer ist. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, wie man damit umgeht. Aber was habe ich jetzt davon? Was bringen mir diese Zahlen und macht mich das tatsächlich zu einem Profi? Also, so viel sei gesagt, nur weil du dir jetzt so ein Gerät kaufst und es anwendest, übrigens, wenn du mit dem Gedanken spielst, unten findest du einen Link, kriegst du 10% drauf, knickknack, macht dich das noch lange nicht zum Profi. Mein erster Chef hat damals auf gut Deutsch gesagt, scheiß auf die Zahlen, solange dein Gaumen nicht funktioniert, bringen dir die Zahlen auch nichts. Deswegen spar dir das Messen, guck lieber, dass du so viele Kaffees wie möglich probierst und versuchst, hier einzuordnen. Ich, vor allem heute mit der Erfahrung, die ich habe, sehe das ein bisschen differenzierter. Einfach deswegen, die Zahlen, klar, die sagen dir noch nichts über Geschmack. Du kannst perfekte Zahlen haben und der Kaffee schmeckt trotzdem nicht. Aber was dir so ein Gerät hilft, was dir diese Zahlen, dieses Feedback, was du von den Zahlen kriegst, wobei dich das unterstützt, ist einfach, dich zu bestätigen in dem, was du schmeckst. Wenn du das Gefühl hast, boah, der Kaffee, der ist echt bitter und unangenehm, vielleicht ist der überextrahiert und du guckst auf die Zahlen und siehst, oh, Extraktionsrate von 25%, weißt du, okay, vielleicht liegt es da dran, vielleicht sollte ich ein bisschen weniger Extraktion da rausholen und probierst es nochmal, merkst dann nachher bei 18-19%, wow, voll lecker, Bitterkeit weg, alles klar, tipptopp, ich weiß warum. Des Weiteren hilft es dir, ein bisschen mehr Konstanz in dein Kaffee-Game zu bringen. Also das heißt, dass jeder Kaffee, den du zubereitest, so schmeckt wie der davor, ist quasi eine Sache der Unmöglichkeit, aber es bringt dich zumindest immer näher an dieses Ziel heran. Also, zusammenfassend kann man sagen, es ist nicht das Allheilmittel, du wirst nicht zum perfekten Barista dadurch, aber es hilft dir, dich selber sicherer zu fühlen in dem, was du machst, Feedback zu kriegen über das, was du machst und einfach ein größeres, tieferes, fundierteres Wissen über das Thema Kaffee zu generieren. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, hat dir die ein oder andere Frage, die du hattest, beantwortet oder die jetzt im Laufe des Videos aufgekommen ist. Wie dem auch sei, wenn du es selber probierst, lass mich mal wissen, was so deine Erfahrungen damit waren. Misst du zu Hause selber gelegentlich mal nach, einfach just for fun, oder sparst du dir es lieber, siehst du das auch eher als unnötig an? Let me know in den Kommentaren. Sonst habe ich hier noch ein Video zum Thema Cupping gemacht, wenn du mal wissen möchtest, wie man Kaffee professionell verkostet. Und hier drüben findest du die Links zu meinem Abo und zu meinem Patreon-Account. Wie gesagt, freue ich mich, wenn du da mal vorbeischaust. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage bis dahin danke und ciao.